Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Aktien mit zweistelliger Dividendenrendite zu finden, ist nicht schwer, jedenfalls auf dem Papier. Meistens allerdings sind außerordentlich hohe Dividendenrendite eher ein Warnsignal als ein Kaufsignal. Doch es gibt auch Ausnahmen tatsächlich, wo sich das Zugreifen lohnt bei einer extrem hohen Dividende. Wir gucken uns in diesem Video an, welche Fehler auf der Suche nach hohen Dividenden Aktionäre oft machen, wie du die vermeiden kannst. Und ich sag dir am Ende, welche Aktie mit einer Dividendenrendite an dem Tag jedenfalls von 15% ich mir vor kurzem ins Depot geholt habe. Mein Name Thorsten Tiedt, hier geht es um Aktien, meistens um Qualitätsaktien. Ich bin der Gründer des Aktienfinders und ich würde sagen, los geht's, wir starten den Aktienfinder. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt mal wieder ein ganz schönes Video bezüglich der hohen Dividendenrendite, weil wir leben in Zeiten vom Nullzins, das wisst ihr alle. Wir haben jetzt auch steigende Inflation und eine hohe Dividende oder Aktien allgemein werden als Inflationsschutz gesehen. Ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nach Unternehmen. Die hängt auch von der Preissetzungsmacht ab. Und die Dividende selbst ist natürlich cool, wenn die höher liegt, beispielsweise schon als die Inflation von momentan um die 4%. 15% habe ich jetzt einfach mal so in den Raum gegriffen, beziehungsweise weil ich eben die letzte Aktie mit 15% Dividendenrendite gekauft hatte. Und das ist natürlich schon lecker. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was es so für Fehlgriffe gibt. Also, wenn wir jetzt nach Aktien Ausschau halten mit einer außerordentlich hohen Dividendenrendite auf dem Papier, ist es nicht schwer. Sortiert man ja einfach hier nach der Dividendenrendite im Aktienfinder beispielsweise absteigend. Und das siehst du hier. Es gibt schon 25% im Angebot und das ist was über 15%. Wenn du dann deine Erwartungshaltung ein bisschen runterschraubst und sagst über 10%, es reicht mir schon, wenn es 10% und mehr ist, dann hast du halt noch mehr. Und hier nochmal 7,5% plus, sind schon mal 50 Aktien hier, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn ich weiterblättern würde. Ist also schon einiges drin. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist zum einen, dass diese Dividendenrenditen hier oder dass die Dividende so eine Art Trägheit hat. Das heißt, die Dividendenrendite berechnet sich ja aus Dividende geteilt durch Aktienkurs. Und der Aktienkurs, der ändert sich stündlich, minütlich, sekündlich, millisekündlich. Die Dividende hingegen, die ändert sich bei deutschen Aktien einmal im Jahr, bei Quartalszahlern einmal alle 3 Monate und so weiter. Das heißt, die Dividende bleibt konstant, während der Aktienkurs die ganze Zeit wild durch die Gegend hüpft. Und wenn der Aktienkurs gen Süden rauscht, dann geht die Dividendenrendite nach oben, weil die Dividende erstmal so bleibt. Ich habe hier ein Beispiel, das ich zeigen möchte für die Veranschaulichung. Das wäre Royal Dutch Shell, auch als Dividendenaktie bekannt. Und die haben ja die Dividende gekürzt vor nicht allzu langer Zeit. Im Mai 2020. Hier sind wir in der dynamischen Aktienbewertung. Wir bewerten aber jetzt keine Aktie, sondern das ist jetzt mal hier rein didaktisch. Also was du hier schön siehst, ist, dass der Aktienkurs anfing abzuschmieren im Januar und hat er auch während des Corona-Crashs hier einen Tiefpunkt erreicht. Der Aktienkurs ist abgeschmiert und du siehst aber, dass die Dividendenkürzung, die war erst im Mai. Und während der Aktienkurs hier abgeschmiert ist, und es ging jetzt mehrere Monate, dieser Prozess, wo es so nach unten ging, im Mai dann der Tiefpunkt, wie gesagt, das war schon 2 Monate, und dann ging es nochmal bis in April weiter, bis dann erst im Mai die Dividende gekürzt wurde. Und weil der Aktienkurs hier so tief war, ist dann die Dividendenrendite in die Höhe geschossen, das sieht man auch im Dividendenturbo. Wunderbar. Hier siehst du, bis hier ist die Aktie, es ist die Dividende stabil geblieben und dann hatten wir auf dem Hochpunkt eine Dividendenrendite von 11,7% auf dem Papier. Oh, weil der Aktienkurs eben schon, wie wir es auch gerade gesehen haben, nach unten gerauscht ist und die Dividende mal erst noch konstant blieb. Und das ist ein Fehlsignal und ich bezeichne das als die Trägheit der Dividende, die dann erst eben später gekürzt wird, jedenfalls ein Nachläufer ist im Vergleich zu den Aktienkursen, die sehr viel dynamischer sich bewegen. Ist eindeutig ein Fehlsignal und das ist, denke ich, eines der großen Handicaps oder einer der großen Fallstricke, wo Aktionäre drauf gucken müssen, weshalb sie sich dann eine hohe Papierdividende quasi oder Papierdividendenzahler ins Depot holen und dann von der Kürzung eventuell überrascht werden. Es gibt gerade im Zusammenhang mit Corona noch einen anderen Fallstrick, der ein bisschen verborgen ist.
den ich aber auch sehr nah mitbekommen habe, weniger als Aktionär, denn als Toolbetreiber. Und zwar hat sich durch Corona, haben sich die Rahmenbedingungen extrem schnell verschlechtert in einem Ausmaß, wie ich es bisher nicht gekannt habe. Das hat sogar die Finanzkrise noch in den Schatten gestellt. Die Finanzkrise hat sich ja angedeutet, ein ganzes Jahr, die sind auch von den USA rübergeschwappt und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass DAX und so weiter erst noch stabil blieb und erst später ist sie dann mitgerutscht, auch heftig mitgerutscht. Aber die Corona-Pandemie, die kam in Anführungszeichen so mehr oder weniger dann doch aus dem Nichts, hat dann dazu geführt, dass Hauptversammlungen in letzter Sekunde verschoben wurden, dass Dividendenvorschläge wieder zurückgenommen worden sind, dass also eigentlich die Dividendenvorschläge nur noch hätten abgenickt werden müssen von der Hauptversammlung, was eigentlich eher so eine Proforma-Aktion in der Vergangenheit gewesen war. Und dann wurde das zurückgenommen, hat dazu geführt, dass Datenprovider diese Dividenden quasi schon aufgenommen hatten, die hatten das schon erfasst, hatten die dann an die entsprechenden Tools weitergegeben, also an ihre Kunden. Und da musste das wieder gestrichen werden und die Datenprovider waren teilweise eben heillos überfordert, genauso wie auch die Broker völlig überfordert waren, jetzt plötzlich alle Unternehmen, alle Zukunftsaussichten von allen Unternehmen neu beurteilen zu müssen innerhalb kurzer Zeit. Das ging nicht und da war eine sehr schwere Phase und das war ein richtiger Stresstest für die ganzen Finanzseiten und für Toolanbieter, die sich quasi bezahlen lassen dafür, dass sie die Aktiensuche erleichtern insbesondere. Das ist auch dann diskutiert worden, zum Beispiel hier auf Facebook in der Aktienfinder-Community, heißt jetzt Aktie an Bord und ich heiße alle zusammen auch mit Jonathan Neuschler und Konstantin Wacker von Finanzfunk, Jonathan Neuschler von abilitato.de. Wir moderieren das Ganze hier zu dritt in der Gruppe. Herzlich willkommen, falls du da auch mit rein willst. Und da wurde da auch diskutiert eben über die Erfahrung mit verschiedenen Tools. Und hat dann auch einer gemeint, ich will nicht übertreiben oder schmeicheln, aber nach mehrjährigen Nutzungen von, dann sind da unterschiedliche Tools, und dazu auch dem Aktienfinder, ist im Laufe der Corona-Krise nur der Aktienfinder übrig geblieben. Also wir hatten auch Probleme gehabt, aber wir haben uns da, denke ich, ganz gut geschlagen. Und es hat auch was mit der hohen Transparenz im Aktienfinder selbst zu tun. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Dividendeninvestor jetzt ein Scoring-System nimmt und da gibt es zum Beispiel keine Grafiken oder so, wo man nochmal die Kennzahlen anschauen kann, wo das transparent gemacht wird, sondern gibt es einfach nur nackte Kennzahlen und die stimmen plötzlich nicht mehr. Dann hat man überhaupt keine Chance mehr, irgendwas damit anzufangen oder also irgendwelche Scoring-Systeme oder so. Die waren dann natürlich relativ stark belastet. Also das ist auch noch ein Problem, Datenfehler. Einmal, dass es an sich unzuverlässige Daten sind, weil vielleicht der Datenprovider nicht gut ist, aber dann hat auch noch in gewissen Sondersituationen, wie wir Corona gehabt hatten, da muss man ein Auge drauf haben. Wir gucken uns ja jetzt dann auch die Aktienfinder ein bisschen weiter an in diesem Video und da wirst du dann auch so ein bisschen sehen, worauf man gucken kann. Was auch noch bezüglich Datenqualität wichtig ist, was auch ein Fallstrick ist von vielen, das hat zum Beispiel hier dann auch der Nils Gajovi von Zahltagsstrategie gezeigt, hat er den Titel genannt hier Fake Media, warum ich Originalquellen studiere. Da hat er hier die CME Group gehabt und da steht hier, das ist Finvis, eine Dividende von 2% und das ist halt deutlich zu niedrig und die Ursache dafür war halt, dass Sonderdividenden nicht ausgewiesen werden. Dividenden lassen sich zwei teilen, einmal in die reguläre Dividende, die wir es in 90% plus der Fälle handelt es sich um eine reguläre Dividende, aber es gibt dann auch diese Sonderdividenden. Und auch wenn der Name Sonderdividende suggeriert, dass das nur in einer Spezialsituation der Fall ist, dass es ausgeschüttet wird, gibt es Unternehmen, bei denen die Sonderdividende eher die Regel ist als die Ausnahme. Und das kann dazu führen, weil die meisten Finanzseiten lassen das weg, dass eben die Dividendenrendite nicht stimmt. Also in dem Fall natürlich zu niedrig. Wir werden aber noch gleich die andere Richtung sehen, was das für Implikationen hat. Und dann haben hier Kommentatoren auch schon richtig festgestellt, das. Ich guck mal gerade hier, wo war das gewesen? Das war ich mir schon zu weit gescrollt. Müsst gleich haben. Vorhin hatte ich es auf Anhieb gefunden. Ja, hier haben wir es doch. Also beim Aktienfinder sind die Daten korrekt, weil wir halt getrennt ausweisen, aber wir heißen beides aus, reguläre Dividende
Und Sonderdividende. Hier hat es noch jemand netterweise gesagt, das ist immer schön, ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn wir jetzt die CME-Gruppen uns mal in Aktienfinder holen, dann sehen wir auch, wie das Ganze aussieht. Hier CME, CME Group, da sieht man hier auch, die haben momentan eine Dividendenrendite von 3%, 2,98. Wenn du hier in Qualitätscheck gehst, dann siehst du hier, diese Sonderdividenden ist dieses hellblaue. Und wenn es halt nicht angezeigt wird, ist entsprechend die Dividendenrendite deutlich zu niedrig, um ungefähr ja, ein Drittel zu niedrig. Und das kann auch ein Fallstrick sein, aber also in beide Richtungen. Man könnte jetzt sagen, oh, ich will die Aktie nicht, weil die Dividendenrendite zu niedrig ist. Ich will keine Aktie mehr ins Depot holen mit einer Dividendenrendite von unter 2%. Und dann haben wir eben gesehen, ohne Sonderdividende wäre es wahrscheinlich unter 2%, mit Sonderdividende ist es fast 3%. Es gibt aber noch einen anderen Fallstrick, also beziehungsweise die Sonderdividende geht in die andere Richtung. Und zwar, wir haben jetzt hier wieder absteigend nach Dividendenrendite sortiert und wir berücksichtigen im Aktienfinder alles. Also wenn es eine Dividende ist, ist egal, ob es regulär oder Sonder ist, kommt drauf und wird für die Berechnung der Dividendenrendite verwendet. Wenn die Sonderdividende allerdings tatsächlich eine Sonderdividende ist, in diesem Fall ist es ja im Prinzip, es wird zwar Sonderdividende deklariert, aber es ist ja jedes Jahr gezahlt worden, ja seit 2012, kann man sich natürlich schon dann die Sinnfrage stellen, warum es nicht eine reguläre Dividende ist, aber egal, das soll das Management von der CME Group beurteilen. Wir wissen es ja hier, aber es gibt noch die Sonderdividenden, die tatsächlich Sonderdividenden sind, beispielsweise bei McAfee, und das sieht das Ganze dann so aus, das ist dann, dass hier die Sonderdividende ausgezahlt wird, die reguläre ist 12 Cent und die Sonderdividende für 50 US-Dollar, boah. Oder hier bei Tesco habe ich gesehen, ist es ähnlich, na, siehst du hier die riesenhohe Sonderdividende von 51 britischen Pence und 9 britische Pence ist die reguläre Dividende. Also nicht wundern, dass es hier zweimal angezeigt wird, warum? Weil wir hier, das ist das letzte Geschäftsjahr, das ist das nächste Geschäftsjahr, also keine Sonderdividende mehr da. Und das ist der letzte Stand. Da sind die Dividenden auf die letzten 12 Monate bezogen drin. Und da hat sich hier also relativ wenig geändert. Also die Sonderdividende ist innerhalb der letzten 12 Monate geflossen. Die reguläre Dividende unterscheidet sich schon hier. Die ist schon um einen Pence, einen britischen Pence niedriger geworden. In den letzten 12 Monaten im Vergleich zu dem letzten Geschäftsjahr. Gut. Und wenn du das jetzt dir anschaust und du triffst jetzt eine Finanzseite, das wollte ich nicht, und du triffst jetzt eine Finanzseite, die Sonderdividende ausweist und du weißt aber nicht, dass es eine Sonderdividende ist und dann siehst du hier nur die Dividendenrendite und die ist unheimlich hoch, ist auch ein Fehlsignal, ein Fallstrick. Ne? Dann könntest du auch sagen, boah, wie geil ist das dann? Hole ich mir ins Depot und hier ist dann halt blöd gelaufen, weil die Sonderdividende treibt die Dividendenrendite in die Höhe und dann pups, fällt es halt wieder runter. In dem Fall immer noch 4%, aber gekauft hast du ja, weil die Dividendenrendite bei über 20% lag. Ob dich das dann so glücklich macht, weiß ich nicht. Was gibt's noch? Es gibt auch noch einen Fallstrick. Das könnten dann veraltete Dividenden sein. Da geht es dann so ein bisschen um die Systematik. Was für den Dividendenrendit wird eigentlich angezeigt? Also im Aktienfinder zeigen wir die in Anführungszeichen aktuelle Dividendenrendite an. Natürlich bezieht sie sich auf den aktuellen Kurs, aber die Dividende, die bezieht sich auf die kumulierten Dividendenzahlungen der letzten 12 Monate. Und man könnte auch anders machen. Man könnte sagen, man nimmt die Dividende des letzten Geschäftsjahres. Das macht jetzt bei deutschen Aktien meistens keinen Unterschied, die ja eh nur einmal im Jahr auszahlen. Nimmst du die letzten 12 Monate, triffst du die eine Dividendenzahlung vom letzten Geschäftsjahr wieder. Ist also egal. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Quartalszahler haben, der eine oder andere von euch hat ja sicherlich auch US-Aktien im Depot, bestimmt 1, 2, 3, nehme ich doch mal an, und die schütten alle 3 Monate Dividende aus, dann ändert sich das ja. Also eine gute Dividendenaktie erhöht ja die Dividende und wir haben jetzt den 13.10., könnten jetzt schon zum Beispiel im März, Juni, September 3 Dividenden geflossen sein, seit das letzte im laufenden Geschäftsjahr, seit das letzte Geschäftsjahr quasi abgeschlossen ist. Und da kann ja schon wieder eine Erhöhung stattgefunden haben, die dann die Dividendenrendite ein bisschen nach oben treibt. Natürlich kann es auch eine Kürzung gegeben haben, je nachdem. Ne? Läuft ja in beide Richtungen, tendenziell. Wer im Aktienfinder das sucht, bei dem läuft natürlich nur in eine Richtung, ist schon klar. Naja, und wenn eine Finanzseite jetzt eben dann die Dividendenrendite ausweist, basierend auf dem letzten Geschäftsjahr, dann ist es halt veraltet in die eine oder in die andere Richtung. Das ist auch noch ein Fallstrick.
Im Aktienfinder, wie gesagt, machen wir das mal. Hier sieht man es auch wunderschön im Dividendenturbo auf die letzten 12 Monate bezogen. Und jetzt mal eine andere Aktie nehmen. Ja, ziemlich willkürlich, was sind hier mit Flow Traders zum Beispiel. Das siehst du hier immer jeden einzelnen Monat ausgewiesen und für jeden einzelnen Monat wird dann die Dividendenrendite kumuliert, also aggregiert zusammen und dann durch den jeweiligen Kurs geteilt, der halt bald damals hier eben gültig war und hier der aktuelle Kurs. Und ich denke, das ist eine ganz gute Methodologie und ist auch dieselbe, die jeder gemacht wird, weil das ist dann echt der letzte Ist-Stand, der auch die allerletzte Dividendenrendite quasi mit einbezieht, die allerletzte Dividendenzahlung mit einbezieht und alles andere, was neuer ist, ist quasi schon Prognose. Das ist auch wichtig, Prognose. Wenn du die Prognosen hast, dann kannst du natürlich auf die Analystenschätzungen zurückgreifen und gucken, ob die Analysten eine Dividendenkürzung für wahrscheinlich halten bzw. vermuten. Das ist jetzt zum Beispiel bei Flow Traders der Fall. Und dann auch noch hier die Gewinne hast. Die Dividenden, die hängen ja nicht in der Luft, sondern die werden ja über Gewinne bzw. über, wer weiß es, Free Cashflow finanziert. Das ist das hier. Und das siehst du ja dann auch, okay, der Gewinn fällt wieder. Entsprechend fällt dann auch die Dividende. Das ist, geht quasi hier Hand in Hand. Wenn man sich dann andere Aktien anguckt hier, siehst du, dass es genauso aussieht. Das sind hier Rohstoffkonzerne. Und die glänzt jetzt auch mit einer hohen Dividende, aber die geht halt wieder, oder die wird vermutlich rückläufig sein, weil dann die Rohstoffpreise wieder sinken, vermutlich. Hier ist es genauso. Also Prognosen sind auch sehr, sehr wichtig. Was im Prinzip auch wichtig ist, das ist die Vergangenheit, obwohl die Vergangenheit Vergangenheit ist. Aber es ist ja so, dass wir, wenn wir Aktien suchen, da suchen wir ja Aktien, nicht nur mit einer hohen Dividende, sondern wir suchen auch sichere Aktien. Und man kann schon sehen, wenn man sich die letzten 15, 20 Jahre, haben wir alles im Aktienfinder, wenn die Aktie so lange börsennotiert ist, anschaut, ob die Aktie zuverlässig war. Nicht nur zuverlässig bezüglich der Dividenden, auch bezüglich der Gewinnentwicklung, ob sie auch schön gestiegen sind. Und das führt jetzt zu einer anderen Geschichte überhaupt, über Dividenden hinaus, wie finde ich denn überhaupt gute Aktien? Ich habe ein paar Videos gemacht dazu, auch hier so findest du die besten Dividendenaktien und da gehe ich noch mehr ins Detail rein, auf welche Kennzahlen du schauen solltest, wenn du zuverlässige Dividendenzahler suchst. Ich kann das hier nur ankratzen. Es war immer noch relativ kurz geworden, das Video, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wir haben einmal die Prognose, das ist natürlich klar, das ist direkt, das sind die Schätzungen der Analysten. Du siehst dann auch hier im Bewertungstab, wie viele Analysten denn geschätzt haben und wie die Spanne ist. Hier sieht man zum Beispiel bei Novolipetskstil, 5 Analysten haben jetzt für 2023 die Dividende noch geschätzt. Und da siehst du auch, dass man sich sehr uneinig ist. Man hat hier eine Spanne zwischen 12,50 und 32,70 russische Rubel. Und wir tun dann halt immer den Mittelwert als Konsensschätzung ausweisen. Wenn du eine Qualitätsaktie hast, sowas Langweiliges wie 3M beispielsweise, dann wirst du sehen, dass die Analysten sich da sehr, sehr einig sind, dass die Spannen total klein sind. Naja, also jedenfalls kleiner, sage ich mal, als bei Novolipetskstil zwischen 5,75 und 6,48. Okay. Aber sie gehen alle hier von der Dividendensteigerung aus. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Spanne kleiner ist. Aber im Vergleich zu unserem russischen Rohstoffkonzern war es doch deutlich, ist doch die Spanne hier deutlich niedriger. Ist halt leichter vorherzusagen, so ein Unternehmen. Gut, dann habe ich noch was versprochen gehabt. Oder kann auch noch kurz sagen, wir haben übrigens hier auch, also ich bin die ganze Zeit hier unten bei den Grafiken. Und die Grafiken sind auch total wichtig, weil eine Kennzahl allein kann nie Grafiken ersetzen. Nicht nur, weil wir bei den meisten Menschen bildlich denken, sondern auch, weil eine Kennzahl, vor allem eine Kennzahl, die einen längeren Zeitraum quasi abbildet, verdichtet in einem einzigen Wert, immer eine starke Verallgemeinerung ist, ich sag's mal so. Und hier sieht man quasi die ganze, kann man alles, einen kompletten Zeitverlauf quasi visuell erfassen und bekommt einen sehr schönen Eindruck. Auch wenn sie im Prinzip die Kennzahlen aus dem hier abgeleitet sind. So,
Wir haben ja auch noch eine Kennzahl jährlicher Zuwachs der Dividende geschätzt. Das zeige ich jetzt noch ganz kurz. Kann man auch im Screener sofort sehen, ohne in den Qualitätscheck gehen, Anführungszeichen, zu müssen, ob die Dividende steigen oder fallen soll. Das siehst du hier zum Beispiel bei Fortescue Metals Group. Wird schon mit einer Kürzung gerechnet, das laufende Geschäftsjahr. Novelipetsk Steel rechnet man fast mit einer Verdopplung, 93%. Na, das ist das letzte Geschäftsjahr, das ist das geschätzte Geschäftsjahr, da geht es voll nach oben, aber danach kommt dann erst die Kürzung, die prognostizierte Kürzung. Muss man also ein bisschen aufpassen. Auch hier wieder ein schönes Beispiel, Kennzahlen alleine sind gut, sind sehr gut, vor allem wenn es die richtigen Kennzahlen ist und wir haben super Kennzahlen, sind ja selbst dafür verantwortlich. Aber es zeigt halt noch nicht alles. Das hier ist das komplette Bild und das hier ist immer so eine Abstraktion und immer nur meistens ein Teil davon. Gut, jetzt hatte ich noch versprochen gehabt, dass ich euch sage, welche Aktie ich mir ins Depot gelegt habe. Und tatsächlich, da ist echt eine Aktie gewesen, die hat 15% Dividendenrendite gebracht. Und ja, die habe ich mir ins Depot gelegt und da war die Dividendenrendite eine Motivation, mir die Aktie zu holen. Der eine oder andere hat vielleicht schon so eine Vermutung, aus welcher Region die Aktie stammen könnte. Richtig, wer mich verfolgt, der weiß es wahrscheinlich, China. Ich bin ja relativ stark in China unterwegs und halte da so die Augen offen, aber auch relativ viel chinesische Aktien, Qualitätsaktien. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, Qualitätsaktien und China, passt das zusammen? Ich meine schon, auf jeden Fall, wenn man das rein fundamental sieht, dann definitiv. Jetzt wird wieder der andere sagen, ja, fundamental, Vorsicht, die Zahlen sind ja alle falsch. Wenn man halt so Fundamentalopposition betreibt, dann halt nicht in China investieren, verstehe ich auch vollkommen. Es hat definitiv erhöhtes Risiko, aber auch erhöhte Chance, sehe ich jedenfalls so. Und ich habe mir eine Aktie ins Depot gelegt, unter anderem, das ist die Logan Group. Das sind Immobilienfinanzierer und die ziehen halt Immobilien hoch, finanzieren die und verkaufen sie wieder. Und China Evergrande lässt grüßen, die Aktienkurse sind natürlich abgeschmiert, Sippenhaft lässt auch grüßen, ging halt alles nach unten, man sieht es hier auch auf TradingView.com. Das ist der Chart der Logan Group und das war hier der Abverkauf und die Aktie ist halt gefallen auf bis 6,50 Hongkong Dollar irgendwo hier unten, also relativ kurz hier am 21. September ist schon wieder ein bisschen nach oben gegangen und jetzt hat sie sich halbwegs erholt. Diese Logan Group, das ist ein Immobilienfinanzierer, der den chinesischen Stresstest sozusagen, sage ich mal, bestanden hat, was die Verschuldung angeht. Und der hat auch ein Investment Grade Rating, habe ich noch geguckt zum Beispiel. Aber was das Allerwichtigste war, hat eine ganz gute Figur gemacht. Ich brauche ja keinen Standard & Poor's dafür. Ich habe ja den Aktienfinder. Und hier, wenn du einfach mal wie die Gewinnentwicklung dir anschaust, wie das aussieht, auch bei der Verschuldung, ohne jetzt so arg ins Detail zu gehen, also die haben schon die Schulden abgebaut, haben schon angefangen, 2019 damit, haben auch ausreichend liquide Mittel. Und die Dividendenrendite, also der Aktienkurs ist trotzdem abgeschmiert, die Dividendenrendite war 15% hoch. Und man sieht, also du siehst, mittlerweile hat sich der Aktienkurs ja wieder erholt hier. Der hat sich jetzt wieder um 26% zugelegt vom Tief. Und ich habe mir die, wie gesagt, ins Depot gelegt. Ich habe auch hier von meiner Workstation da mal hier einen Screenshot gemacht. Also ich habe die dann jetzt gekauft für 6,82. Also war nicht komplett der Tiefpunkt, aber 6,82. Momentan der Kurs 8,18, siehst du hier. 8,18. Und das war jetzt ein Fall, wo die Dividendenrendite tatsächlich, die Rechnung wird am Ende gemacht, wenn man die Aktie verkauft hat, aber wo ich mir gesagt habe, okay, da kann ich jetzt mal zugreifen. Da ist die hohe Dividendenrendite tatsächlich ein Signal, dass es sich hier um Schnäppchen handelt. Was ich natürlich noch gemacht habe, war, ich bin in die Bewertung ja auch reingegangen, habe noch andere Sachen angeguckt, wie auch auf der Webseite des Unternehmens und so weiter. Habe mich ja vorher auch etwas mit der Situation beschäftigt um China Evergrande und Co. Und wie man allgemein seine Risiken reduzieren kann, wenn man in China aktiv ist. Jedenfalls haben wir hier auch die Analystenschätzungen, wird auch stark gecovert. Wir haben hier 9 Analysten, die das ganze Ding covern. Wir haben dann hier Bewertungen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wie das gemacht wird. Doch, ich zeige dir noch eins, was ich bei China-Aktien mache, die dermaßen stark gefallen sind. Und wenn ich wissen möchte, mit welcher Rendite ich rechnen kann, gehe ich hin
Und du, wenn die stark gefallen sind bezüglich des KGVs, also die war nie besonders teuer, wie du siehst, KGV von 4, aber aktuell 3 und da war es noch tiefer, das KGV, als die Aktie unten war. Ich gehe dahin und sage, okay, ich nehme als fairen Wert der Aktie das aktuelle KGV, das deutlich unter dem Schnitt der Vergangenheit liegt, wäre hier 3 und dann nochmal 3 für den Bereinigten, auch wenn ich es anzeige. Und dann sage ich, okay, ich gehe also nicht davon aus, dass der Markt dieses Unternehmen höher bewerten wird, sondern ich sage, das ist die neue Realität. Und dann gucke ich mit Hilfe der Analystenschätzung, welche Rendite kann ich denn erwarten und lohnt sich denn das Ganze für mich? So, jetzt hole ich mich mal so ein bisschen näher, noch näher ran. Und dann siehst du ja hier einmal, zweimal die Renditeerwartung in diesem Beispiel. Und das wäre hier auf 1/4 Jahre bezogen. Eine Rendite von 30,9% oder annualisiert von 25%. Davon mehr als die Hälfte über die Dividende und so um Pi mal Daumen 40% Kursgewinne. Und als die Aktie, also der Aktienkurs noch tiefer war, wie gesagt, ich habe sie unten irgendwo gekauft, da war die Renditeerwartung dann auch entsprechend höher. Also war sie bei über 36%. Und du kannst es natürlich auch einen fairen Wert Dividende machen, aber das habe ich dafür gar nicht gebraucht. Da war die Dividende, danach richte ich mich nicht immer nach einem fairen Wert Dividende, sondern der Gewinn ist das erstmal das Wichtigste. Aber die Dividende in diesem Fall war eben ein untrügerisches Signal, dass das Ding tendenziell unterbewertet ist. Und wenn man eben die Fallstricke kennt, die typischen Fallstricke, in die Aktionäre reinfallen bei einer hohen Dividende. Und wenn man die dann halt ausschließt, systematisch mehr oder weniger oder mit Erfahrung, geht es automatisiert, dann ist die hohe Dividendenrendite tatsächlich auch, kann sie auch als Kaufsignal dienen. So, in diesem Sinne wünsche ich allen, die hohe Dividenden mögen, eine gute, renditeträchtige Jagd. Danke fürs Video und nochmal der Hinweis auf die anderen Videos, die ich abgedreht habe. Hier geht es dann nochmal mehr ins Detail und ich denke, es ist gut investierte Zeit, wenn ihr euch hier auch die ganze Playlist hier mal anschaut. Mit so findest du die besten Aktien, die besten Dividendenaktien und unbewertete Aktien, die auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Freut mich, dass du zugeguckt hast. Kannst Kommentare unten verfassen, was deine Meinung ist bezüglich Dividendenrendite. Gibt es vielleicht noch einen anderen Fallstrick, den ich übersehen habe? Schreib es unten rein. Freue mich über jeden konstruktiven Beitrag. Ciao.